Heute fette Matchday, wir sind ready, heißes Wetter. Pablito, was erhoffst du dir? Ein 3-0, aber ohne was sie aufholen. Also nur 3-0. Ja. Was ist gerade in den letzten 2 Minuten? In den letzten 2 Minuten ist so viel passiert, dass ich jetzt Herztabletten nehmen muss nach dem Spiel. Spieltag ist durch und es würde nicht so aussehen, wenn er nicht erfolgreich gewesen wäre. Deswegen, tu einfach hier auf Boden. Einfach fettes Lagerfeuer gemacht. Einfach Alu-Ding brennt hier einfach. Ach, Lukas Nigelnagel hat neue Grill gekauft. Nach einem Tag, wir haben Katastrophe gemacht. Oh mein Gott, was passiert? Der will Hund essen, der macht Barbecue-Soße über Hund, Digga. Was soll ich machen, Digga? Ach du Heilige! Stimmt, der ist top. Hier. Nee, mal schnell runter. Jetzt sind wir aber 100% durch. Amara Grill Maestro, der ist ja auch mal warm gegangen. Für den Spaß meines Lebens! Zähne gerillt. Jetzt muss auch alles weggegessen werden, ne? Erstmal 30 Kilo Nudelsalat. Lass dich abschießen. Bleib. Bitte, so war so früh Erfahrung, ich auch schon einmal. Guck doch mal, was ist das denn? Tschüss! Oha! Boris hat hier Knutschfleck. Was ist das denn? Nie und nimmer. Das war doch Ehren eben unter Duschen. Boris hat hier Knutschfleck auf Ohr. Erzähl Ja, Digga. Aber kein. Zeig mal. Der erzählt da irgendwas? Nee, und nimmer, Digga. Bruder, kannst du nicht. Nachher ist das so eine Entzündung, Digga. Das ist hinter Ohr. Wie willst du sehen, Boris? Selber? Ja, Bruder, du kannst nicht sehen, Digga. Da ist nichts warm. Hä? Guck mal hier. Was hast du da drauf gemacht? Hä? Wenn du ganze Kuchen jetzt selber wegkneißt, schenke ich dir die Powershot. Ey, alle Stücke zurück. Machen wir ja. Ciao! El Patrone! Ich schäme mich jetzt um. Jetzt kannst du dich umdrehen und deinen Freund begrüßen. Ach du Heilige! Großer Mikrofon für Boris, den Großen. Kleine Mikrofon für Karin, die Kleine. Großer Mikrofon. Junge. Das geht seit einer Stunde so. Also wäre ich Gast, würde ich jetzt langsam nach Hause gehen. Das wäre jetzt so der perfekte Zeitpunkt, um zu gehen. Wenn ich Gast wäre, nur wenn ich Gast wäre. Zum Glück ist er Gastgeber und ich penne hier. Zweiter Tag. Keine halben Sachen, gestern 90 Minuten Match gehabt. Jetzt wird direkt weitergeknallt. Ehe wir den Laden betreten, hier ist der Eingang und der nimmt sich direkt irgendwas hier. Backwerk-Automaten-Beste. Karin und ich sind einfach unterschiedlich wie Tag und Nacht. Ich liebe dieses weiße Eis, kleiner aber fein, und Karin liebt das ganze Gegenteil, einfach dieses schwarze, zartbitter. Lecker. Guck mal, wie schnell dazu beißt. Fitnesstraining ohne richtige Ernährung bringt gar nichts, deswegen... Dritter Tag. Das Fitnessstudio hat mich gecatcht. Ich will gar nicht sagen warum, aber einfach gratis, ne? Da haben wir uns wirklich die perfekte Uhrzeit ausgesucht. Einfach Prime Time, Gym ist cool. Die meisten trainieren hier Pool, Beine oder wie das Ganze auch heißt. Wir trainieren einfach das, was frei ist. Welche Skelett frei ist, welche Hantel frei ist, die nehmen wir und nehmen auseinander. Way yo. Aber es wird wirklich konsequent durchgezogen. Karin ist dabei. Die Sommerfigur muss her. Richtig stolz, ne? Aber wenn man doch ehrlich ist, gibt es eigentlich nur einen Grund, warum wir jetzt wirklich jeden Tag zum Training gehen? Wegen Karin. Der hat eine Schwäche für gutes Essen. Der hat ein Faible dafür. Scheiße, klar. Vierter Tag. Man kann sagen, wir sind die ersten im Block. Man kann sagen, wir sind on the road again. On the fly again. Wir sind 2 Sekunden hier. Boris holt direkt das Proviant raus. Jetzt geht's los. Wir sind gerade gelandet, Karre geholt und pünktlich in den Stau gelandet. Jawohl! Kann ich besser laufen hier. Wir sind jetzt angekommen. Noch einen Parkplatz finden. Karin geht da schon entlang. Oh. Gleich plumpst ich mein Pops in den Kunde. So sieht das in Miniaturform aus. Ach, ich muss ja gar nicht klopfen. Komm herein, das gute Reich.
eine kleine Roomtour hier. Klein, aber fein. Flur. Badezimmer. Hallo! Yeah! Ich kann nicht duschen. Dicke, fette Ehebett. Oh, boy. Scheint nicht so weich zu sein. Oh, mein Kreuz! Und jetzt die Aussicht. Wow, wow, wow. Wow. Ay caramba, muchachos. Wo sind wir denn hier angekommen? Ach du Heilige. Wir verraten euch nicht, wo wir sind. Immer noch nicht. Es hat sich aber nichts geändert. Wie in Deutschland, so auch im Ausland. Welches nimmst du? Eher Puddingbrezel oder eher? Karo, wir sind dasselbe geflogen, das ist verlängerte Wochenende. Unser erster Stopp ist ein 5-Sterne fettes Spa-Hotel und wir gehen jetzt mal in diese Reise. Karin hat schon Wasser gegönnt. Geht's los. Boah, bist hyped? Ja, ist hyped. Es gibt so viele Saunen hier. Ich muss Boris erstmal finden, wo der überhaupt hingegangen ist jetzt. Hier ist er nicht. Hier ist er auch nicht. Wer so viel trainiert doch wie wir, der kann sich doch mal ein bisschen Spa-Einheit gönnen. Ich weiß nicht, wie schlau das war, direkt mit der heißesten Sauna anzufangen. Aber da drin wirst du wirklich zum Chibab-Chichi. Jetzt liegen wir hier in einem Bett, das meinem Körper sehr ähnelt. Es schwabbelt Tag ein und Tag aus, ein Wasserbett. Nach so einem Saunagang und Kältebecken. Boah, wieso hat mir denn keiner gesagt, dass ihm im Wasserbett mal schlecht wird? Aber ich fühle mich wie vom Schiff. Das sieht aus wie eine ganz normale Sauna, ne? Und das ist auch super viel Platz für eine ganze Fußballmannschaft. Aber dieser Ausblick, ohlala, sowas auch noch nie gesehen. Abkühlung muss auch sein, ne? Boah, für den Preis, ab ins Dampfbad. Ich zeig euch einen Trick, im Dampfbad müsst ihr ein bisschen Wasser an die Wände schießen. Dann geht's richtig ab hier mit dem Mann. Diesen Trick habe ich in Ohio gelernt. Also hier ist auch richtig gut sein für Sportler wie mich. Ja, aber man sieht, dass ich mich stimmlos angemeldet habe, ne? Jetzt geht's schon wieder los hier. Weißt du was? Ach du Heilige. Ist egal jetzt. Der Vitali soll gleich kommen, Milchschnitte bringen. Und wir fallen ja auch noch auf den Kopf. Also heute lassen wir uns aber auch richtig gut gehen, wa? Je mehr Sonne am Tag, desto besser. Wir sind hier gerade in der Infrarotsauna. Merkt man? Das soll die Muskeln entspannen, Boris. Das sind die Strahlen von Fukushima. Ach du Heilige. Ist einfach warm und beheizt. Dieser Stein, auf dem du liegst. Leg dich mal dazu. Also auf einen separaten. Neben den ganzen Saunen, Salzbecken und Dampfbädern gibt es auch fette, fette Whirlpools. Wärmebecken, Kältebecken, alles drum und dran. Schwimmbad all inclusive. Boah, dieser Ausblick ist echt unglaublich. Nein, 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 nein. Ich meine dieser Ausblick. Guckt euch das mal an. Ach du Heilige. Burger, Pommes, Pizza. Der Profi, jetzt werden Warnungen gezogen hier. Der allererste Schwimmer. Ich kann gar nicht schwimmen. Oi, oi, oi. Als Kreisliga-Profi lässt sich einfach leben. Weißt du, wie lustig das aussieht? Sehe ich nicht aus, als ob ich so ein krasser Typ bin? Ja, doch, doch. Mann! Hier nach Hause, Ed. Jetzt lässt er sich richtig gut gehen. Der Herr hat sich ausgetobt. Je länger man sich hier hinlegt, desto mehr kommt dieser reiche Gang. Ich bin für jede Wetterbedingung ausgestattet. Karin schon mit Regen schon unterwegs. Das schlechte Wetter ist aufgezogen, weil wir selber so ein bisschen wenig Energie haben, wenig Power, aber das ist nur einem Grund zur Schulde. Wir haben heute nur diese kleinen Puddingbrezel gegessen und ein bisschen Brötchen, das war's. Wir haben auch schon was im Internet ausgesucht, wo wir jetzt hinfahren, weil wir haben hier, boah, guck mal, wie es am Blitzen ist. Wir haben hier auf jeden Fall kein All-Inclusive im Hotel, wir haben hier nur Frühstück dazu gebucht, dass wir so Mittagessen, Snacks und Abendessen auch ein bisschen auswärts essen können und nicht nur immer an einen Ort gebunden sind, weil wenn man schon bezahlt, dann will man auch essen, deswegen wir zahlen nicht und essen woanders. Hier regnet es to the max. Also wir hungrig, uns ist egal.
Wir suchen jetzt das beste Lokal. Ist uns egal, bei Wind und Wetter. Jetzt wird anders draußen geil gegessen. Kappa. Wasser und Brot. Und wir sind glücklich. Wir haben so einen Kohldampf und da kommt so eine XXL-Portion. Unnormal. Okay. Ja. Jetzt wird der Vlog geschnitten, den ihr gerade schaut, aber parallel dazu dieses Topspiel. Ich bin so gespannt, wer da weiterkommt. Ich bin für Real. Mal gucken, wie es in 90 Minuten aussieht. Und wenn ihr wissen wollt, was die Woche noch bei uns abgeht, schaut am Sonntag vorbei. Let's go!